Liebe Freunde, das folgende Video wird manchen vielleicht etwas provozieren, weil ich darin unangenehme, aber wichtige Fragen stelle. Ich freue mich, wenn Sie trotzdem oder gerade deswegen dieses Video bis zum Ende anschauen, ein Like dalassen und meinen Kanal abonnieren. Sehr willkommen sind natürlich auch kritisch-konstruktive Kommentare oder Anregungen. Wohlan! Seit mehr als zwei Monaten tobt in der Ukraine ein fürchterlicher Krieg mit bis anhin Zehntausenden Toten und Verletzten sowie unfassbaren Zerstörungen. Solange dieser Konflikt bereits währt, habe ich mich stets um eine möglichst objektive und ausgewogene Sichtweise bemüht. Vor allem aber auch die Diskussion zum Thema innerhalb der freiheitlich-patriotischen Opposition im Allgemeinen und der AfD im Besonderen mit Interesse verfolgt. Indes sehe ich die Zeit gekommen, einige für manche vielleicht unbequeme Fragen zu stellen, freilich in der Hoffnung, damit eine dringend nötige Debatte anzuregen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass ein Großteil der AfD-Anhängerschaft auf die Welt schaut wie in Tolkiens Herr der Ringe. Hier das finstere Böse und dort das strahlende Gute. Wobei der dunkle Turm wahlweise in Moskau oder aber in Washington verortet wird, mit Saruman in Kiew. Wie leicht würde diese Einteilung eigentlich fallen, wenn Donald Trump noch US-Präsident wäre? Doch die Realität ist eben nicht schwarz-weiß. Ein derart binäres Weltbild verhindert vielmehr die Wahrnehmung vieler entscheidender Aspekte. Warum begeistern sich so viele deutsche Patrioten für Wladimir Putin? Ich nehme an, weil sie ihn für einen Kämpfer gegen den Globalismus und für christlich-abendländische Werte halten. Ist er das wirklich? Oder ist er tatsächlich nicht vielmehr ein im Kommunismus sozialisierter langjähriger KGB-Agent, der nur deswegen die orthodoxe Kirche in Russland fördert, weil es nach dem Zusammenbruch des Kommunismus eines anderen, sinnstiftenden, weltanschaulichen Fundamentes für das Riesenreich bedurfte. Auch Stalin gab sich plötzlich vordergründig religionsfreundlich, als die deutsche Wehrmacht kurz vor Moskau stand und die Sowjetunion in ihrer Existenz bedroht war. Ferner hat Russland eine rapide alternde Bevölkerung. Die Russische Akademie der Wissenschaften selbst hat unlängst errechnet, dass im Jahre 2050 das Vereinigte Königreich mehr Einwohner haben wird als Russland, insofern der Kreml nicht massiv gegensteuert. Auch das erklärt die Rückkehr zur Religion jedoch eher als bloßes Mittel zum Zweck. Freilich sind das interne Angelegenheiten der Russischen Föderation, die uns im Grunde nichts angehen, die wir zum besseren Verständnis weltpolitischer Abläufe aber im Hinterkopf haben sollten. Ist Putin der antiglobalistische Messias, für den ihn allenthalben viele halten? Oder steht er nur für einen anderen Globalismus, der von Asien her mithin von China aus dominiert wird, während die USA natürlich weiterhin versuchen, ihre weltweite Hegemonie zu verteidigen. Fakt ist, dass Putin den globalen Eliten des digital-finanziellen Komplexes lange Zeit nicht weniger verbunden war als seine Gegenspieler im Weißen Haus, ebenso dem Weltwirtschaftsforum des sinisteren Great Reset-Propheten Dr. Evil Klaus Schwab. Das russische Pendant zum amerikanischen Silicon Valley in der Sonderwirtschaftszone Enopolis
einem Vorort der Millionenstadt Kasan, wurde jedenfalls mit tatkräftiger Unterstützung US-amerikanischer Konzerne sowie dubioser Politiker wie Hillary Clinton aufgebaut. Wir erinnern uns an die für viele damalige Beobachter verblüffend enge Zusammenarbeit des Dritten Reiches mit der Sowjetunion unter Stalin, die erst dann endete, als es zum Showdown um die von beiden Seiten angestrebte Weltherrschaft kam. Was also, wenn der aktuelle Krieg in der Ukraine kein Konflikt zwischen einer guten und einer bösen Seite ist, sondern zwischen zwei oder noch mehr Schurken? Eine nur auf den ersten Blick vielleicht etwas weit hergeholte historische Parallele ist für mich die sogenannte Havanna-Konferenz von 1946. Das war eine Art Gipfeltreffen zwischen hochrangigen Vertretern der verschiedenen Verbrechersyndikate der organisierten Kriminalität in den USA, die von Lucky Luciano und Meyer Lansky, dem Chef der sogenannten Cosa Nostra, einberufen wurde. Eine Woche lang verhandelten die Paten über diverse Konflikte untereinander, steckten ihre Machtbereiche im gegenseitigen Einvernehmen ab. Freilich dauerte es nicht allzu lange, bis man dann doch wieder zum Thompson Gun griff. An diese bizarre Veranstaltung muss ich häufig denken, wenn die Regierungen von Verhandlungen reden oder sich zu G7 bzw. G20-Konferenzen treffen. Letztlich muss uns klar sein, dass es völlig egal ist, ob die Akteure Wladimir Putin, Xi Jinping oder Joe Biden heißen. Allen geht es um die Weltherrschaft unter dem Vorzeichen eines totalitären Gemisches aus Kommunismus und zügellosem Manchester-Kapitalismus, weswegen die Eliten sowohl in Europa als auch in Russland und den USA neidvoll auf China und den dort bereits etablierten totalen Überwachungsstaat gucken. Dass unter der Oberfläche alles mit allem zusammenhängt, sollte jedermann schon anhand der Corona-Pandemie bewusst geworden sein. Überall die gleichen Zwangsmaßnahmen als Vorboten einer dystopischen, unheilvollen Zukunft. Es ist ähnlich wie bei Pilzen im Wald. Wir sehen hier einen und dort einen und weiter weg noch ein paar. Was das bloße Auge nicht sieht, ist das Myzel, ein weiträumiges Geflecht, das den ganzen Boden unterirdisch durchzieht. Der Befreier des deutschen Volkes von jedweder Tyrannei ist folglich nicht Putin, auch nicht Trump oder ein scheinbarer Erlöser. Das können nur wir Deutschen selbst sein. Damit wir freiheitliche Patrioten in unserem Kampf gegen den Kommunismus erfolgreicher werden, hat die Bürgerplattform Küstenwende verschiedene Broschüren erarbeitet. Widerstand organisieren, Strategien, Metapolitik, Theorie sowie linke Propaganda, Strategien, Ideologie, Mythen. Diese Hefte können kostenlos, aber gerne gegen eine kleine Spende, bei uns bestellt werden. Die Kontaktdaten finden sich in der Infobox unter diesem Video. Also ans Werk!